So. Mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Kamin brennt. Kerze brennt. Lichterkette brennt. Eigentlich alles genau richtig für den Herbst. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Tauschpaket mit der lieben Alina Jasmin. Thema Herbstfavoriten. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Jo, ich habe mir hier gemütlich gemacht. Es ist jetzt, ich glaube, 10:30. Meine Kinder sind jetzt endlich im Bett. Es sind Herbstferien und da dürfen die auch schon mal ein bisschen länger wach bleiben. Ich habe mir übrigens hier einen Kamin besorgt und ich finde den richtig, richtig cool. Wenn ihr auch nach sowas sucht, findet ihr im Nanunana für 19,90 € glaube ich. Circa 20 Euro. Heute geht es um ein Tauschpaket und zwar mit dem Thema Herbstfavoriten oder Herbst Must-Haves. Und zwar hat mir die liebe Alina Jasmin ein Paket zugeschickt mit ihren Herbstfavoriten und ich habe ihr ein Paket zusammengestellt und zugeschickt mit meinen Herbstfavoriten. Schaut einfach mal bei Alina vorbei, dann könnt ihr nämlich sehen, was ich ihr so zugeschickt habe und macht das erst nach dem Video, denn ich zeige euch, was sie mir zugeschickt hat. Das Paket ist länderübergreifend. Das heißt, ich komme aus Deutschland und sie kommt aus Österreich. Wie süß! Ja, die Alina Jasmin, die hat auf jeden Fall eine Katzenliebhaberin und von daher passt die Karte sehr gut. Das ist ein süßes, süßes Kätzchen. Und sie hat mir geschrieben, okay, darfst du gerne vorlesen, hat sie extra noch dabei geschrieben. Hätte ich vielleicht auch machen sollen, egal. Liebe Daniela, wenn du dies liest, hast du mein Paket erhalten. Freue mich sehr, dass wir beide ein Tauschpaket machen. Hoffe, du freust dich über meine Produkte und kannst damit etwas anfangen. Wünsche dir und deiner Familie eine schöne Herbstzeit und ein schauriges Halloween. Ja, sie macht auch ganz tolle Halloween-Tutorials, Schminktutorials. Guckt ja auch mal rein. Oh, sie hat das richtig toll verpackt. Ich habe meine auch verpackt, aber nicht so schön. Oh je, schaut mal. Oh, da hat sich ja richtig Mühe gegeben. Okay. Man muss dazu sagen, ich bin ein Tauschpaketanfänger. Sie hat die Produkte richtig toll eingepackt mit diesem Geschenkpapier und dann hat sie immer jedes Mal hier oben eine kleine Notiz draufgeklebt. Das hier zum Beispiel ist Helfer aus der Natur. Jo, das werden wir jetzt einfach mal öffnen. Helfer aus der Natur, was kann das sein? Das ist bestimmt irgendeine Handcreme oder auf jeden Fall eine Tube. Ja, wusste ich. Handcremes erkennt man so, erfühlt man sofort. Und zwar ist das eine natürliche Handcreme mit Marille. Oh, cool. Von der Firma Big Good macht die Welt mit. Aha, das ist von Bipa. Bipa kenne ich nicht, beziehungsweise ich weiß, Bipa ist auch so eine Drogerie. Ist so das wie DM, aber es gibt bei uns nicht. Zumindest hier bei uns nicht in der Nähe. Ja, ist eine Naturkosmetik-Handcreme. Also die duftet jetzt nicht sehr stark. Doch jetzt. Oh, sie riecht aber richtig, richtig gut. Und ich liebe ja Handcremes, die richtig, richtig gut riechen. Ja, und sie zieht auch relativ schnell ein. Also ich freue mich da wirklich sehr, sehr drüber. Und gerade jetzt in der Herbstzeit, da hast du schon recht, Handcremes sind da wirklich ein Must-Have. Schadet nie. So, ich tippe mal auf Brausetabletten, also auf Vitamintabletten. Ja, ich bin sehr gut im Fühlen. Das ist von das Gesunde Plus DM. Vitamin C mit Blutorangengeschmack, ohne Zuckerzusatz. 20 Brausetabletten.
immer gut, da hast du absolut recht. Schadet nie. Damit die Erkältung gar nicht erst kommt, steht hier drauf. Was kann das sein? Ah, ich weiß, was das ist. Das ist ein Gel, Handgel. Das ist dieses Handgel von Balea. Reinigendes Handgel mit der Duftrichtung Fescher Flamingo mit paradiesisch blumigem Duft. Ja, riecht wirklich sehr, sehr gut. Was haben wir denn hier? Ein Muss, seitdem ich daran gerochen habe. Das ist eine Papierschachtel und in der Schachtel ist ein Glas, irgendwas mit Glas drin. Ein Parfüm. Und zwar von Essence. Fall Back to Nature, Eau de Toilette. Der würzig blumige Duft entführt dich an einen bezaubernd herbstlichen Ort, wo die milde Luft von Bergamotte, Mandarine, schwarze Johannisbeere und Pfirsichnoten in der Kopfnote durchdrungen wird. Oh, wie cool ist das denn? Schaut mal, da ist, ich kann das nicht beschreiben, einfach gucken. da steht Love drauf, das ist in der Flasche an dem Schlauch befestigt. Ah ja, ja, also genau richtig für den Herbst. Also der Duft gefällt mir richtig, richtig gut. So riechst du also, Alina. Jetzt weiß ich, wie du riechst. Und du riechst wirklich sehr, sehr gut. Also der Duft gefällt mir wirklich sehr gut. Das ist natürlich ein Nagellack. Unverkennbar. So eine schöne Farbe steht hier drauf. Da bin ich mal gespannt. Ich mag Nagellacke. Also ich nutze sie ständig. Und das ist eine Farbe, ich sehe schon, die habe ich noch nicht in meiner Sammlung und die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Und zwar Look by Bipa All in One Step Nail Polish. In der Farbe 320 Be My Muse. Oh, das ist ja wunderschön. Das ist so ein metallischer Nagellack in einem Rostton, ist das ein Rostton? Ja, also es gefällt mir auch wunderschön. Wunderschön, sagt man das? Der ist wunderschön und er gefällt mir sehr, sehr gut. Und im Moment trage ich auch so herbstliche Farben, von daher freue ich mich da auch sehr, sehr drüber. Mein Paket ist so kacke geworden. Oh je. Die perfekte Farbe für die Jahreszeit. Ja, das wird wohl ein Lippenstift sein, denke ich. Look bei Bipa. Ich finde das total klasse, dass da auch Produkte drin sind von einer Drogeriekette, die ich hier überhaupt nicht in meiner Nähe habe. Feathers of Rosewood. Ah ja, solche Farben mag ich auch total gerne. Rosenholzfarben. Eine sehr, sehr schöne Farbe. Ganz toll. Und das ist hier etwas Leckeres für den Gaumen und das muss Schokolade sein. Das ist eine Schokolade von Rittersport mit trauem Cashew, mit ausgewählten Zutaten für knackigen Bio-Genuss. Rittersport in Bio kenne ich noch gar nicht. Und von daher, es gefällt mir wirklich sehr gut, weil ich sowieso auf dem Bio-Trip bin, so ein bisschen. Aus meiner Heimat, doch, das ist... Ja, das ist ein Sachet und da ist irgendwas Flüssiges drin. Das könnte eine Maske sein, vielleicht. Ja, das ist eine Maske. Von der Firma Be Good, also von Bipa. Natürlich erfrischende Feuchtigkeitsmaske. Normale und Mischhaut mit rotem Klee und mit Bio Aloe Vera. Roter Klee? Extrakte aus rotem Klee sorgen für schöne Haut. Bio Aloe Vera versorgt diese nachhaltig mit Feuchtigkeit für ein geschmeidiges und ausgeglichenes Hautbild. Sehr schön. Und dann geht's hier weiter. Für dich oder deine Kinder. Oh, wie süß.
Ich hätte was für deine Katze einstecken können. Habe ich aber nicht gemacht, glaube ich. Nee, ich darf ja jetzt nicht zu viel verraten. Aber ich habe mir gedacht, das sind ja eigentlich so meine Herzfavoriten. Aber ich hätte dir das als Goodie mitgeben können, oder? Oh, hätte ich machen müssen. Von Tetisep ein Pflegebad. Und meine Kinder nutzen das auch sehr gerne. Ich auf jeden Fall. Und zwar ist das eine LE, deine Kuschelzeit. Pflegebad mit fruchtig winterlichem Duft für geschmeidig weiche Haut. Fruchtpunsch. Ja, oh, das riecht wie nach einem richtig tollen Früchtetee. Also also freue ich mich auch sehr darüber. Das ist ein Hilfsmittel gegen Kälte. Das ist ein Tee, garantiert. Ein Tee hilft immer. Ich mache mir immer jeden Abend einen Tee. Und diesen Tee werde ich auch für jeden Abend trinken. Und zwar ist das ein Zwetschge-Marille, abgepackt in Österreich. Ach, wie süß. Dankeschön. Da freue ich mich auch sehr, sehr drüber. Das kommt in meine Teesammlung. Das duftet gut. Das werden Duftstäbchen sein, glaube ich. Die man so in ein Glas stecken muss. Und in diesem Glas befindet sich eine Flüssigkeit. Und zwar von Profissimo Raumduft Apfelzimt mit Ratternstäbchen. Ich habe nämlich sowas auch hier bei mir im Schlafzimmer stehen. Und zwar mit Lavendel. Duftprobe hier reiben. Oh, herrlich. Ja, also da freue ich mich auch wirklich sehr, sehr drüber. Vom letzten Produkt, und zwar ist das hier steht nicht nur gut zum Essen, das wird wahrscheinlich ein Duschgel sein oder ein, ich glaube Duschgel oder Shampoo vielleicht, ne, ich glaube eher Duschgel mit irgendeinem Süßigkeiten-Duft oder so, Schokolade vielleicht. Ja, genau, das ist also eine Cremedusche mit Schokoduft. Da freue ich mich auch sehr drüber. Meine Kinder werden sich darüber freuen, weil die haben mit sowas noch nie geduscht. Und wenn ich denen sage, nicht essbar, ne, aber da muss man aufpassen bei Kindern, ne? Da muss man denen extra sagen, dass das nicht zum Essen geeignet ist, aber die werden sich da auch sehr, sehr drüber freuen. Ja, das waren also alle Produkte und ich bin wirklich, ich freue mich gerade total irgendwie, ich weiß auch nicht, aber ich freue mich da richtig drüber, zumal ich auch Produkte hier drin habe von Vipa zum Beispiel, finde ich hier bei mir in der Nähe nicht und ich freue mich auch total auf Testen. Und wenn ihr sehen wollt, was ich der lieben Alina Jasmin geschickt habe, das sind meine Favoriten und in der Hoffnung, dass sie ihr gefallen, habe ich sie gekauft und ich hoffe, die Sachen gefallen ihr. Wenn ihr einfach sehen wollt, was ich ihr geschickt habe, meine Herbstfavoriten, dann klickt einfach hier oben oder guckt unten in der Infobox und bestellt ihr da schöne Grüße. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Mir ja. Und wenn euch auch ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und schaut unbedingt bei der Alina Jasmin vorbei. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.